Jetzt hat sich der Ruf bei den Dommel verschlechtert. Dafür haben wir das Geld der Söldner einsacken können. Ah, sehr schön. Okay, jetzt versuche ich aber erst einmal da unten noch das letzte Teil des Zepters zu holen. Dass wir die Queste auch machen können. Okay. So. Du zauberst einen Schutz. Sicher ist sicher. Nein. Du machst deine starken Geschosse. So. Oh. Der Animat greift jetzt Alof an. Das ist nicht so gut. So. Dann versuchen wir mal, den Animator irgendwie wegzukriegen von Alof. Indem wir ihn einfach bombardieren. So, du machst mal die Heilung. Und machst auch mal so eine Heilung auf ihn. Oh, der Animat ist schon tot. Adra Animat. Wir sollten wirklich erst gucken, dass wir die Animaten loswerden. Oh, Durin sieht gar nicht gut aus. Dann macht mal eine schwache Heilung auf dich selber, wo auch immer du bist. Oh, Edda sieht auch nicht gut aus. Mach mal Heilung, Edda. Du legst bei Edda am besten die Hände auf. Dafür ist der Spruch ziemlich gut. Du versuchst mal mit einem Stopp. Du greifst den an und Kanna. Beschwör mal Skelette. So, das hat Edda gerettet. Okay, da. Jetzt haben sie Hagrim umgehauen. Skelette, bitte auf die Regenfäule. Und du mach mal den Animator weg. Und der Animat muss auch endlich mal weg. So, jetzt ist auch Druins ausgeschalten. Ich wollte gerade sagen, kriegen wir nicht mal einen Animaten tot? So. Alle etwas angeschlagen, aber wir haben ziemlich viele Sachen gekriegt. Alright then. Ja. So, und wir können hier genau das Wrack plündern. An den Ziegeln und Planken haben sich Miesmuscheln festgesetzt, an deren scharfe Schalen man sich übel verletzen kann. So, noch mehr Wasser. Gut. Dann gehen wir mal zu Imatl zurück. Was bist du eigentlich für einer? How do you do? Sag mir, was ihr zu verkaufen habt. Achso, ihr habt Zeug hier. Achso, das haben wir alles verkauft, oder? Ja, der hat das andere Zeug. Okay. Hallo, Imatl. Hast du vielleicht einen Knaben namens Derin hier in der Gegend gesehen? Ich treffe mich fast jedes Mal mit ihm, wenn ich im Hafen bin. Er nickt in Richtung des halbversunkenen Schiffes. Er ist derjenige, der den Ufpal gefunden hat. Trotz dieses Faulenzers vom Vater, ein guter junger Faulenzer.
Ein mürrischer Gesichtsausdruck legt sich auf sein niedriges Gesicht. Öfter besoffen als nüchtern und in jedem Fall schlechte Gesellschaft. Er verpasst sein weniges Geld im salzigen Mast, obwohl er Kinder durchzufüttern hat. Und trotzdem glaubt er, dass seine hohlgeborene Tochter der Fluch seiner Familie ist. Er ist wohl selber der Fluch. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte, also deren? Er runzelt die Stirn, dieser Knabe liebt Schiffe. Wahrscheinlich spielt er mit dem Matrosenpirat. Sofern er sich nicht zusammen mit der Fracht als blinder Passagier hereingeschmuggelt hat. Vielen Dank für die Information. Solltest du den kleinen Kerl sehen, dann sag ihm, dass sich der alte Martel an die Abmachung erinnert. Für diesen Opal schuldig ihm meinen Kopf die Muscheln. Brauchst du sonst noch was? Ich habe die fehlenden Stücke gefunden. Er zieht seinen gesträubten Augenbraun maximal nach oben. Willst du damit sagen, dass du an diesem gepanzerten Monster vorbeigekommen bist? Ich weiß nicht wie. Er schüttelt den Kopf. Hör mal, wenn du gewillt bist, werde ich dir das letzte Stück geben. Er hält den Opal hoch. Und den Namen des Käufers, der dir alles abnehmen wird. Dafür will ich nur 200 Pfand, um die Fracht hierher zu bringen. Kommen wir ins Geschäft? Wie, du willst 200 Pfand dafür, dass du den Rest der Besatzung im Frachtraum eingesperrt und das Schiff versenkt hast? Schau mal, er reibt sich seinem sonnenverbranntes Genick. Wie wär's mit 100? Ich versuche nur bis zur nächsten Arbeit über die Runden zu kommen. Na gut, 100 sind in Ordnung. Er nimmt dein Geld und gibt dir den Opal, der von seinen Händen noch immer warm ist. Du sollst zur Sanatorium von Farnheim gehen und dort nach Nanz suchen. Sie wird sicherlich mehr über das Artefakt wissen. Außerdem hat sie anderen Leuten unserer Besatzung schon früher andere Stücke aufgekauft. Das weiß ich ganz sicher. Okay, zwei Sachen im Sanatorium zu erledigen. Gucken wir mal in die Questliste. Ja, die Parabel von Vel. Tapferer Denin. Den sollen wir im salzigen Mast jetzt suchen. Okay, das salzige Mast ist hier. Wir bräuchten eh mal wieder ein Nickerchen. Ein Powernap. Und kommen langsam an unser nächstes Level ab ran. Oh. Schnapp dir seinen Münzbeutel und ab dafür. Was zur Hölle? Du siehst verletzt aus. Die ausgefallene Kleidung des Mannes ist zerrissen und aus seinem frischen Schnitt über den Augen strömt Blut. Er versucht, sie hops zu stemmen, als sein Arm zittert. Er zuckt vor Schmerzen zusammen. Was ist passiert? Er betupft seine blutige Nase vorsichtig mit einem Seintuch. Ich war nur auf meinem Weg zum Club. Er streckt sein Bein langsam aus und verzieht wegen seines aufgeschürzten Gesichts das Gesicht. Das hier ist kein gutes Stadtwirtel, aber der Pöbel ist noch nicht gewalttätig gewesen. Selbst eine Nacht mit Ikali ist das hier nicht wert. Er hing von dann. Ich möchte nur noch nach Hause. Wer ist Ikali? Na, danach sollten wir mal fragen, wenn wir hier den salzigen Napf gehen. Salzigen Mast. Wie komme ich immer auf den Napf? Der salzige Mast. Okay. Gut. Nothing like this in Gilded Vale. Just Walruna the Milkmaid. She knew what she was doing. Overfried cod, watered ale and prostitution. A bastion of Deerwood and culture. Ich hoffe, du hattest nicht hier drin den bleiernen Schlüssel zu finden. Now to find a home for my other staff. Ja. Hallo Jungs, sagt die eine da oben. Gut, hier sind sehr viele Leute, mit denen wir reden können. Ich suche erstmal den Barkeeper. Das müsste der da sein. Und viel zu viele andere Leute. Trunkenbolde, der Chefkoch, ein Bordellwächter. Ja, das lese ich mal nicht vor. Hier streifen alle möglichen Leute rum. Bordellgast. Ein alter Trunkenbold. Welcome. Seine Robe ist zerrissen und mit erbrochenem verschmiert. Na lecker.
Während er sich seinen Mund abwischt, wendet er dir sein augenloses Gesicht zu. Willst du eine Geschichte hören? Er lallt mit ungehobelter Stimme. Ah, all die besten Geschichten habe ich erzählt. Er klatscht sich auf die Brust. Ist sowieso mein Club. Welcher Club? Dem Club der kultivierten und angesehenen Ehrenmänner. Er stupft sich gegen die Schulter. Warte, wenn du den Club nicht kennst, dann musst du... Er ringt nach Luft und greift sich an den Brust. Auf mehreren prekär wirkenden Sekunden erholt er sich wieder. So, wo war ich? Oh, du musst wegen des Rings hier sein, den Ring. Er drückt ihn dir in die Hand. Den musst du haben, sonst kommst du nicht in die Lounge. Er bekommt einen Schluck auf. Sie lassen da nicht jeden rein, musst du wissen. Er wischt sich eine Hand aus seiner zerrissenen Robe ab. Das ist der exklusive Club in ganz Trutzbucht. Er klopft dir auf den Rücken. Und egal, was du tust, du darfst ihn auf keinen Fall sagen, dass du neu bist, sonst... Er dreht sich um und beginnt zu würgen. Okay. Hagrim legt ihn einfach mal an. Gut, Schankwirt. Gods keep you. Sie lehnt sich an den Tresen und klopft mit ihren schwarzen lackierten Nägeln auf das Holz. Was darf's sein? Was kannst du mir über das Etablissement sagen? Sie hebt seine Augenbrauen. Jeder ausländische Seemann und jeder fremde Dorfbewohner kennt den salzigen Mast. Er ist das berühmteste Bordell in ganz Trutzbucht. Sie deutet auf eine Mauer vor. Wenn du mehr wissen willst, frag einfach May. Ich möchte was bestellen. Okay, wir können hier doch schlafen. Was können wir hier kaufen? Campingbedarf, Alkohol, Essen. Wir können die Gruppe verwalten oder einfach mal schlafen. So. Irgendwas Neues hier? Nichts Neues. Runde 6, Runde 7, Runde 8. Achso, diese Runden laufen immer ab, wenn ich eine Quest abschließe. Bordellgast, Bordellgast, May. Oder May. Captain Pepperjack. Ja. Nur sind alles Bordellgäste. Das ist eine leicht bekleidete Frau. Fragen wir erstmal sie. Die Mauer, Frau Baumblatte, sich misstrauisch. Eine Hand hält sich verkrampft an ihrer Seite, aber als du dich näherst, entspannt sie sich und lächelt ihr freundlich, wenn auch schwätzlich zu. Ist hier kaum jemand, der so ausgerüstet ist wie du und nicht nach Streit suchst. Du suchst doch nicht nach Streit, oder? Welche Art von Problem hast du? Ein Stirnrunzeln spielt ihre über blaue Gesichtszeichnung. Die Art, die schlecht fürs Geschäft sind. Meine schwer arbeitenden Jungs und Mädchen werden von örtlichen Schlägern belästigt und unsere Kunden auch. Sie sind nach diesem Hohlgeburtenausbruch aufgetaucht und haben meine Standkunden vergrault. Das haben wir gerade vor der Haustür erlebt. Sie musste dich von oben bis unten, wer sie sich am Kinn kratzt. Kaum jemand schert sich darum, was im Geschenk passiert, aber angeblich bist du anders. Die Ritter sind zu sehr damit beschäftigt, um Duke Eva herumzuschnüffeln. Sie haben keine Zeit für sich, sich um uns einfach einen Pöbel abzugeben. Und ich würde die Bürokratie sowieso viel lieber umgehen. Ich könnte mir das mal ansehen, wenn etwas für mich drin ist. Wenn du mich wieder ins Geschäft bringst, dann soll das nicht dein Schaden sein. Marz zieht sich näher an dich heran. Diese Schläger ziehen in Gruppen durch die Gegend, was mir sagt, dass es keine zufälligen Vorfälle sind. Sie tippt dir mit einem ihrer großen Finger auf die Brust. Wenn du dafür sorgst, dass diese Angriffe aufhören, werde ich einen sehr ansprechenden Weg finden, um dir zu danken. Sie zwinkert, verstanden? Kann ich dich noch was anderes fragen? Ein wissendes Grinsen legt ihren blauen Zeichnungen in Falten. Also was kann ich für einen strammen Burschen wie dich tun? Gibt es hier jemanden namens Cyril? Sie lacht. Ach Schätzchen, du musst neu in der Stadt sein. Sie ist das gefragteste Mädchen im ganzen Viertel. Wenn du Zeit mit ihr verbringen möchtest, musst du nur fragen. Sie kostet 1000 Pfund pro Nacht, aber sie ist es wert. Zumindest sagen das die Leute. Willst du es mal mit ihr probieren? Sie knufft dich in den Rippen. Besser kannst du dein Geld im Geschenk gar nicht anlegen. Vielleicht ein anderes Mal. Ich möchte Erfrischung bestellen. Okay, das können wir hier bei ihr auch. Good day, Stranger. Ich bin für etwas ruhig. Ich habe Fragen. Erzähl mir was über das Wasser. Ich dachte, das wäre so klar wie das Wasser unter den,
unter den Docks. Sie lacht. Das hier ist der salzige Mast, das berühmteste Freudenhaus in ganz Trutzbuch. Alkohol gibt es hier, Betten auch, und wir stellen sogar die richtige Begleitung, um beides zu genießen. Natürlich, der Clubs der kultivierenden angesehenen Ehemänner befindet sich im Obergeschoss. Da oben findest du auch mehrere der härtesten arbeitenden Jungs und Mädchen in ganz Trutzbucht. Also, was kann ich für dich tun? Auf Wiedersehen erst einmal.